Ey, Meth, ich hab deine Vorrunde gehört, Alter. Und wenn dein Gegner nicht mit Headset aufgenommen hätte, dann wärst du ja wahrscheinlich da schon rausgeflogen. Und deswegen machen wir das jetzt einfach kurz und knackig. Du stehst also auf Meth und darauf Schach zu spielen. Doch für mich bist du nur ein Spast in einem Lachkostüm. Du kommst mir wie ein dummer Schüler vor. Ich werfe eine Kippe in dein Methamphetamin-Labor. Und du spacken willst, was genau? Gegen mich battlen? Ja, das passt genau. Besser du Tucke hättest ne Maske auf anstatt deinem Ganzkörperkondom. Doch wenn es dich an der Fortpflanzung hindert, dann bin ich froh. Du weißt gerade gar nicht, was geschieht. Du Asi, zwei Drittel deiner Quali war am Beat. Und tu nicht so, als ob ich das erfunden hab. Als deine Quali gibst du 37 miese Sekunden ab. Richtige Leistung, mein Freund. Das Sportlichste an dir ist noch dein Eisprung, mein Freund. Und nach dem Battle jede Wette du spaßt, hab ich aus deinen Zähnen eine Trophäenkette gemacht. In deiner Quali sagst du, du willst mit Rap das Land ändern. Ändere doch erstmal dich selbst zu Transgender. Und ich hoffe, das siehst du, Stricher. Ich mach es wie bei der Lufthansa, hier fliegst du sicher. Mann, du kannst hier nicht mal den Mitleidspunkt holen, Schrumpfhoden. Wer will schon einen Rapper in Strumpfhosen rumposen sehen? Ich zieh deine Haut herab, beiß hinein und spucke sie in die Ecke wie Kautabak. Tausendfach entwürdigt schick ich dich nach Hause. In der zweiten Runde, kleine Tunte, mach ne Sause. Denn du bist für mich nur ein Pausenclown. Doch sei stolz, dein erster Gegner hat dich nicht rausgehauen.